Willkommen bei Buschwerker, ich bin der Manu. Wer längere Touren in unwegsamem Gelände macht, weiß um die Gefahren, die Erschöpfung mit sich bringen kann. Das kann so weit gehen, dass man nach und nach aufhört zu arbeiten und sich selbst in ernsthafte Gefahr begibt. Dabei hilft es dann nicht, dass der Nässeschutz irgendwo auf dem Boden des Rucksacks rausgekramt werden muss, dass der Kälteschutz schon gar nicht mehr ausgepackt wird, die Akkus leer werden vom GPS oder Smartphone oder mit was man auch immer orientiert. Es gibt ganz viele Sachen, die sich da einschleichen können und auf mehrtägigen Touren kann das durchaus problematisch werden. Gerade Soldaten sind da natürlich darauf angewiesen, dass die Ausrüstung funktioniert und haben entsprechend auch über die Jahre ein System entwickelt. First Line Survival, Second Line Support, Third Line Sustain. Und das Ganze cross-loaded. Hä? Wenn ihr das nicht versteht, kein Problem. Im Prinzip geht es darum, welche Ausrüstung wo am Mann getragen wird. Beim Militär schließt das die kompletten Klamotten ein und hat auch einen taktischen Hintergrund. Das lassen wir komplett weg. Wir beziehen es nur auf den Rucksack und fassen hier den Grundgedanken auf. Ausrüstung aufgrund von Funktion und frequentierter Nutzung an die richtige Stelle zu packen. Die Ausrüstung und das Komfortgewicht eines jeden Menschen ist natürlich anders. Jeder braucht andere Dinge und es ist ja auch abhängig vom Gelände, der Klimazone und der Dauer der Tour. Oder wie man sagt, the mission drives the gear. Um Verwirrung zu vermeiden, werde ich jetzt nicht von Line sprechen, wenn ich über Ausrüstung rede, sondern von Sets. Mein Rucksack ist schon mal für die 14-tägige Norwegen-Tour gepackt, die ansteht. Am Ende des Videos packe ich euch noch ein paar Basic-Tipps mit rein im Umgang mit dem Rucksack. Bleibt dran, schaut es euch an, wir gehen rein. In meinen Seitentaschen habe ich immer ein Poncho und eine Jacke. Die Jacke ist dafür da, dass wenn ich raste, ich sofort eine Isolationsschicht über mich werfen kann, damit ich durch das Schwitzen nicht zu viel Körperwärme verliere. Der Poncho ist dafür da, dass wenn es das Regnen anfängt, ich sofort den Poncho auspacken und überwerfen kann. Mit dem Poncho kann ich auch ein schnelles Rucksackversteck anfertigen. Ich kann behelfsmäßig Gewässer überqueren und noch viele andere schöne Dinge. Mein zweites Set wäre dann Rastmaterial, das wären Wechsel-T-Shirt, Wechselsocken, Kochgeschirr, das wäre eine Isomatte, auf die ich mich setzen kann, aber auch Insektenschutzmittel und Sonnenschutzcremes. Auch hier will ich wieder mit wenigen Handgriffen, ohne meinen kompletten Rucksack auseinanderbauen zu müssen, auf das Material zugreifen können. Mein drittes Set wäre dann das Set, mit dem ich lager. Alles, was mit Schlafen zu tun hat, meine ganzen Wechselklamotten, da könnte auch ein Buch dabei sein, um mich abzulenken. Das sind alles Dinge, die ich dann erst letztendlich an meinem Lagerplatz brauche. Jetzt sind wir schon beim Thema Quick Tipps angelangt. Ich gebe euch ein paar Sachen mit auf den Weg. Zum Lagern selber kann ich euch noch sagen, haltet euch fern von Geröllfeldern, von Lawinengebieten, von Überhängen, überall da, wo Steinschlag geben kann oder euch irgendwas verschütten kann. Sümpfe, Moore, wo ihr von unten nass werdet. In Wüsten nicht in vertrocknete Flussbetten legen, denn es kommt vor, dass dort auf einmal zack irgendwo Regen runterkommt und die Leute weggeschwemmt werden. In der Wüste ertrinken tatsächlich Menschen. Wie gehe ich mit Hüftgurt und Schulterriemen um? Wenn man lange marschiert, macht man es am besten so, dass man erst den Hüftgurt richtig fest ballert und das meiste Gewicht auf der Hüfte trägt. Wenn es dann irgendwann anfängt, unangenehm auf der Hüfte zu werden, zieht man die Schulterriemen stramm, macht den Hüftgurt ein bisschen lockerer und trägt das Gewicht auf den Schultern. Und das wechselt man dann ab, bis man am Ziel angekommen ist.
Ein weiterer Tipp, alles was ihr habt, nochmal wasserdicht verpacken. Damit vermeidet ihr, dass eure Ausrüstung nass wird. Gerade bei Wechselklamotten ist das ja relativ kritisch. Packt den Rucksack nicht komplett voll. Ihr wollt immer noch ein bisschen Luft im Rucksack haben, denn unterwegs kriegt ihr die Sachen nie wieder so klein gefaltet, wie ihr es zu Hause geschafft habt. So könnt ihr stopfen und kriegt alles trotzdem noch ohne große Mühen in den Rucksack. Ihr werdet auch noch ein bisschen Platz brauchen für Müll und für schmutzige Klamotten. Dafür solltet ihr eine weitere Tüte mitnehmen. Wie ich schlafe und lager, das seht ihr in meinem Bivi Overnighter Video. Verlinke ich euch unten. Danke fürs Einschalten. Lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben. Ihr seid die Besten und ich bin der Manu. Das Videomaterial wurde mir zur Verfügung gestellt von Alpha Sierra Tactical. Cooler Dude, macht ganz viel Militärzeug. Milsim auch, ehemaliger Bundi, einige Jahre bei den Jägern gewesen. Schaut mal rein, ich verlinke ihn euch unten. Der freut sich bestimmt auch.